Die Treppe quietscht und knarzt unter euch. Habt auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie unter euch nachgibt und anfängt zu schwingen. Und dann steht ihr oben im ersten Geschoss des Bauernhauses, dreht euch ein bisschen um, links, rechts, ein paar Räume, die abzweigen, wieder ein langer Gang. Direkt vor euch das aufgestoßene Arbeitszimmer. Und dort könnt Hat er ihr einen geraucht? kleinen Lichtschein erkennen, als ob dort noch irgendetwas brennt. Ist Könnt ihr der das aber nicht Geruch genau bisher sehen. stärker geworden? Es riecht weiter nach Eisen in der Luft. Versucht sich so ein bisschen zu erinnern. Sind das die Schmieden aus Yol'Gurmak? Schon ein Jahr her, aber das vergisst du nicht. Ich trete auf das Arbeitszimmer zu. Vorsichtig. Ich folge. Kiaras, helf mir. Ja, Kiaras macht ich die höre Tür einen fast. Spalt auf, guckt ins Arbeitszimmer hinein. Auch hier ein gut gearbeiteter Teppich. Ein bisschen besser als die, die einfach nur die Kälte abhalten sollen unten in den Schlafzimmern. Ja, Großbauer. So zumindest sieht es zumindest so aus. Hat er eine Waage aufgestellt auf seinem Schreibtisch. Kerze, die dann noch flackert im Wind. Müsste eigentlich ausgehen. Zumindest wenn sie den Gesetzen der Physik folgen sollte mit dem Luftzug. Auch hier klappert der Wind und du kannst den Regen von draußen hören. Es ist weiter dunkel geworden. Trotz dessen, dass wir Tag haben, kannst du das Preios-Mal draußen nicht erkennen. Nur diese Kerze. Ja, ich achte weniger auf die Kerze, schaue mich im ganzen Raum sehr aufmerksam um, in Gedanken die ganze Zeit eine leichte Litanei aufgesagt. Rondra, schärfe meine Klinge, schärfe meine Sinne. Hört ihr das? Hier ist doch jemand. Hört nicht auf die Einflüsterungen. Das sind die Stimmen von Dämonen. Die Götter sind auf unserer Seite. Sie wachen über uns. Sie werden uns beschützen vor den Einflüsterungen. Was ist hier? Ich drehe mich mal hektisch um. Isarun, erschlag Kiaras. Tu es für mich. Dieser Ort ist Sind Einflüsterungen. unheilig. Er muss gereinigt werden. Wir müssen Boten schicken. Ich denke, das übersteigt ein wenig meine Fähigkeiten. Was, wenn es nur ein einzelnes Objekt in diesem Raum ist? Ömer, du blinzelst einmal und hast kurz das Gefühl, dass dein Blick einmal verwischt. Ist da Blut in deinem Auge? Du greifst einmal mit deinem Finger danach, ja. Du blutest aus den Augen. Man macht jetzt mal zwei, drei Schritte zurück, vielleicht vom Stein runter, schaut, betrachtet den Stein. Um zu gucken, ob auf dem Stein mehrere Blutstropfen sind, ob man selber blutet oder ob es vielleicht Blut regnet. Schaust du wieder nach oben? Nee, ist ganz normales Wasser. Ganz normaler Regen. Ja, Ömer wird sich jetzt noch auf den Stein draufstellen und wird auch einen neuen Trick versuchen. Er fixiert seinen Blick ganz starr nach vorne und schaut sich dabei um, um aus den Augenwinkeln sehen zu können. Denn er weiß genug über Gotongis, um zu wissen, dass man sie vielleicht so sehen kann, wenn es ein Gotongi in der Nähe ist. Ein kurzes Flattern? Hast kurz das Gefühl, eine Fledermaus gesehen zu haben. Aber das war keine Fledermaus. Dein Wissen aus den Büchern, aus den unheiligen Büchern und dein Wissen über das Sayat. Du wirst beobachtet von Ja, mindestens einem Gotongi. immer joggt los Richtung Haus, und zwar da, wo er gesehen hat, wo die Magier eingestiegen sind, im hinteren Bereich. Aber mir, sagt mir, was ihr seht. Ich sehe nichts, ich höre etwas, ich fühle es in meinen Kiaras für mich. Knochen. Suche nach Magie. Das Hier ist Böse wohnt in diesem Haus. etwas, das ich nicht wahrnehmen kann. Sag doch mir, was Engerin, Kiaras steh mir anstellt. bei! Die Kerze Lass auf mich dem zu deinem Tisch Fokus flackert werden und weiter. vertreibe dieses Unheiligtum.
Ich schlage ein Praios-Rad. Ich beginne einen Odem zu sprechen. Sprich den Odem. Lass mir dabei Zeit. Te Videas, spricht Isarun und blickt sich in dem Raum um. Du hast dir Zeit gelassen und auf den gesamten Raum geschielt? Der Sichtbereich, genau. Sichtbereich, genau, das wollte ich wissen. Die Kerze und der Kerzenständer leuchten. Es sind die Kerze und der Kerzenständer, dort drüben. Wenn Abel mir einmal genauer hinsehen kann, hast du kurz das Gefühl, ist das überhaupt Kerzenwachs? Oder ist das ein Horn? Trete mal einen Schritt näher, um diese Kerze näher zu begutachten. Nicht so, dass ich mich unbedingt in einen Gefahrenbereich begeben würde. Die Kerze ist eigentlich relativ kalt, würdest du meinen. Sie flackert weiter im Wind und dann kannst du unter dir knirschende Geräusche hören. Irgendjemand bewegt sich da unten. Dann geht die Tür unten auf. Die gesplitterte. Immer ruft laut. Amelia! Die Immer, hier oben! Pass auf, Kerze, sagst du? Tongis, die haben uns umkreist. Ihr wisst doch, was zu tun ist. Immer, du hörst, wie laute Schritte durchs Haus hallen. Anscheinend scheint immer durchs Haus zu joggen oder sich schnell zu bewegen, ziemlich viel Lärm dabei auch zu machen, auf dem Weg zu gucken, wo die Treppe nach oben ist, zu Abelmir. Ich probiere mal mit der Säbelspitze oder Säbelschwertscheide, mit der Säbelbreitseite die Kerze zu löschen. Also ich versuche das, wollte genau dasselbe versuchen mit meiner geweihten Waffe. Hm. Wenn Abelmir das versucht, wirst du feststellen, dass dein Säbel anfängt zu brennen. Verdammt. Das Feuer leuchtet einmal kurz blau und geht dann aus, wenn du so ein bisschen in der Luft herumschwenkst. Aber auch die Luft fängt kurz noch an zu brennen und ziehst so eine blaue Leuchtspur hinter dir her. Wenn Kiaras einmal mit seiner Waffe drauf tockt, dann geht sie aus. Stehen mir bei. Vertreibt dieses unheilige Gewürm. Helft mir, diese Dämonen auszutreiben. Ich beginne einen Zauber zu sprechen, Manifesto Element, um ein bisschen Wasser herbeizurufen, elementar rein. Aber mir, sie will mir wehtun. Kümmere dich um beide. Schweig still, Dämon! Hör mal, hilf mir. Aber mir. Abelmir, wir brauchen Schutz vor den Dämonen. Mindestens ein Gardianum. Ich lasse mir wieder Zeit und spreche den Zauber. Elementum aperiat. Hörst du auch diese Stimme, Abelmir? Ja, hört dich auf die Stimmen. Verschließt eure Ohren und euren Geist. Genau, hört nicht auf diese Stimmen. Lauscht auf die Götter, sie werden euch leiten. Isarun formt ihre Hände zu einer Schöpfkelle und ein bisschen Wasser wächst daraus hervor, fließt aus einer anderen Sphäre in deine Hände hinein. Du hast elementar reines Wasser in deinen Händen. Ich trete auf die Kerze zu und leere die Schöpfkelle meiner Hände über der unheiligen Flamme. Ja, Kiaras hatte sie ja schon etwas ausgedrückt. Wenn Kiaras seine Waffe allerdings wieder wegzieht, dann auch wird sie wieder angehen nach einem kurzen Moment. Auch sie scheint den Gesetzen der Physik zu widersprechen. Und auch wenn du dein Wasser drüber schüttest, kannst du bemerken, dass sie wohl an dem Ständer, an dem Kerzenwachs, an dem Horn entlang fließt und rinnt und dann verdampft das Wasser. Ich steche mein Rapier direkt in die Kerze hinein. Das Wachs zerfließt.
und tropft auf den Schreibtisch. Derweil draußen, Rafim und Jalan. Ihr habt jetzt die Großteil der Familie abgehängt, wie gesagt, ausgeblutet, geschächtet, der Kopf abgeschnitten, sodass dann das restliche Blut nochmal in den Stall gelaufen ist. Es gibt keine Pferde, obwohl der Rest des Stalles noch Platz für solche hätte. Es gibt natürlich noch viel Getreide, viel, was hier noch irgendwie über den Winter gelagert worden ist. Es ist aber noch nichts gestohlen worden. Hätte man natürlich sehr viele Säcke mitnehmen können. Es gibt auch ein paar Schubkarren, die man hier benutzt hätte, um das abzutransportieren. War wohl aber gar nicht der Fall, dass man das wollte. Draußen kein Ömer mehr. Nur noch der Regen und die schwarzen Wolken über euch und das Quietschen vom Mühlrad. Seht ihr sie? Wir hatten doch gerufen. Ömer! 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 Hört Ömer das? Leise und gedämpft durch den Regen. Dann will man mal zu einem der Fenster gehen, was Richtung Scheune sich öffnet, um da sozusagen den Kopf rauszustrecken und etwas rauszubrüllen. Wo seid ihr? Seht ihr sie, Jalan? Wir sind im Haupthaus, Gotongi-Dämonen! Hört ihr das auch? Dämonen? Was? Ja, da verflucht er. Habt ihr was gefunden? Wir kommen hoch! Dämonen oder sowas bei uns! Verdammt! Wenn sich hier draußen diese Augen herumtreiben, sollten wir uns nicht unter offenem Himmel bewegen. Was zum Herrgott sind denn Kutongis? Moment, ich drehe mich kurz um, ich mache die Scheunentür hinter mir zu, nur so für den Fall der Fälle. Eile dann mit Rafim zum Haus. Das sind Augen, mit denen die Beschwörer oder die Diener der Erzdämonen sehen können. Können wir sie vernichten? Das können wir, wenn ihr einen Spiegel habt. Ein Spiegel? Wozu mehr soll ich denn jetzt einen Spiegel herbekommen? Das weiß ich nicht, aber sie mögen keine Spiegel. Frag die Magier, warum genau, das ist nicht meine Abteilung. Ich muss nur wissen, wie man sie tötet. Kommt jetzt! Ja, los, hoch, hoch! Ja, dann geht's durch die Haustür, kurz orientieren, Treppe hoch. Oben am Treppenabsatz, ganz oberen Teil, seht ihr schon Ömers Kopf, der runterschaut. Mit dem Bogen auch so ein bisschen runterzielt, ob da jetzt wer da jetzt hochkommt und wenn er euch sieht, den Bogen dann sinkt lässt. Ömer, was ist denn mit dir passiert? Ja, ich weiß nicht. Hier sind Gotongi-Dämonen, die schwirren herum, beobachten und machen ihre komischen Sachen. Aber vor allen Dingen ist da drin irgend so eine Sache bei Kiaras, der hat da irgendwie so eine, irgendwas machen die da drin. Da sind auf jeden Fall Stimmen, sobald man da reingeht, die man hört im Kopf. Kiaras hat schon gesagt, dass es dämonisch ist. Wenn Rafim die ersten drei Stufen nach oben steigt, es quietscht weiter und dann bricht die Treppe unter deinem gewaltigen Gewicht ein. Verdammt! Falle ich nach unten oder nur eine Treppe? Ja, du stehst dann eben bis zur Hüfte, bis zum Bauch, stehst du dann in dieser Treppe drin, müsstest dich dann irgendwie nach unten oder nach oben rausschälen, wenn du dann irgendwie versuchst, dich mit deinen Panzerhandschuhen oben abzustützen und dich dann irgendwie nach draußen zu ziehen, wirst du auch merken, dass deine Panzerhandschuhe in der Treppe versinken und nach unten brechen. Ist einfach zu spröde. Ja, ich will mich aus der Treppe befreien, indem ich sie kaputt mache. Also ich möchte den Stufen nach unten zerstören, dass ich da wieder rauslaufen kann. Ja, einfach mal eine Körperbeherrschungsprobe. Kraftakt. Ja, gerne. Gerne. Ja, es kostet dich einige Anstrengungen. Steckst dann noch ein bisschen weiter, drehst dich dann ein bisschen, schälst dich dann so ein bisschen nach raus, versuchst so ein bisschen auf die Knie zu sinken und dich dann, dann drunter rauszudrehen, was dir dann gelingt. Ich möchte mal darunter schauen. Also, worin bin ich gefallen? Ist es wirklich einfach nur so ein leerer Treppenaufgang? Oder ja, das ist dann der Rest vom Flur, wo du jetzt wieder auftauchst, auf der anderen Seite. Okay. Verdammt, die Treppe ist eingestürzt! Kommt schon, ihr Schwerer. Hoch mit euch! Die ist nicht stabil genug. Dann bleibt unten. Ja, ich halte die Tür. Macht vor allem die Türen und die Fenster zu, damit nichts und niemand hineinsehen kann. Ich bleib hier oben an der Treppe, um das Bindeglied zwischen Rafim und euch zu sein. Gut. Was Karino, links oder rechts? Hier rechts. Ja, ich stehe immer noch direkt vor dem Schreibtisch, den Rapier in die Kerze hineingestochen. Wie sieht die Kerze jetzt aus? Zerflossen. Das Feuer ist auch ausgegangen, das Horn hat sich aufgelöst und schmort und blubbert da jetzt so ein bisschen, als ob es da ziemlich warm wäre und jetzt das Kerzenwachs selber, siedet. Schwarze Magie.
Eindeutig. Was geht hier vor sich? Wie wurde Schwarzmagie gewirkt? Offensichtlich ein dämonisches Artefakt. Der Verderber der Elemente ist hier am Werk. Wir haben die Bauern gefunden. Ich vermute, sie sind tot. Schlimmer als das. Bohren stehen uns bei. Wir werden Kunden in die Stadt schicken müssen. Wir werden den Marschstrahl herbeiholen müssen, damit sie die ganze Mühle abbrennen. Nein, zunächst müssen Ingeron und Boron geweiht diesen Ort untersuchen, eventuell vor Unreinheiten befreien. Dann können wir niederbrennen. Vorher müssen die Bauern bestattet werden. Die Mühle quietscht komisch, vielleicht sollten wir da auch mal reinschauen. Ihr habt die Familie gefunden? Bedauerlicherweise. Ich blick noch einmal auf die Überreste der Kerze, um sicher zu gehen, dass die auch vernichtet ist. Führt mich hin. Ich würde mal nach draußen treten, zum Treppenhaus. Gibt es dort eine Luke nach oben? Von der Mühle, meinst du? Ja. Du müsstest dann in die Mühle hineingehen, da gibt es eine kleine Tür aus Holz, müsstest du dich einmal bücken, weil die sehr tief angesetzt ist und über dir kannst du noch den Kran erkennen, der da wohl angebracht ist, damit du dann eben die schweren Säcke von oben nach unten runterhieven kannst oder eben auch andersrum. Dann würde ich diese kleine Tür, wahrscheinlich auf Hüfthöhe ist die vermutlich, oder noch tiefer, aufziehen. Und einen Schritt zurücktreten erstmal. Ja, ein kleiner Luftstoß, der dir entgegenkommt. Weiterer Regen, der von oben runter prasselt und weiteres Quietschen von der Mühle und Knarren. Der Mühlstein, der vor dir irgendwo in der Dunkelheit sich befindet und nicht weiter will. Ja, lang, wir brauchen Licht. Hier. Ich gehe erstmal zu ihm rüber, schau mal, was genau er macht. Was tut ihr da? Diese Mühle klingt merkwürdig. Und ich bin kein Müller, aber wenn ihr das sagt, dann seht sie euch doch am besten an. Wir sollten nicht alleine gehen. Nehmt diese Rune mit. Nun gut. Und unten ist Rafim, sammelt den am besten auch auf. Karinor! Ja. Ihr schleppt doch sonst immer einen Spiegel mit euch herum. Was soll mit einem Spiegel? Ein Spiegel, ja. Natürlich tue ich das. Gut. Draußen treibt sich ein Goton herum. Ich reiche ihm so meine Umhängetasche so rüber, schaut selbst und konzentriere mich eher auf die Bauernfamilie. Ja, dann du kannst auch erkennen, wenn Kiaras da so langsam seinen Spiegel aus dem Rucksack herausholt oder aus seiner Gürteltasche, kannst du auch sehen, wie er wieder hochguckt, dass ihm wohl auch Blut aus der Nase läuft. Was soll das? Was wollt ihr mit einem Spiegel jetzt hier? Es gibt hier einen Gotongi, verdammt nochmal, Weißmagier. Ach, und Gotongi lassen sich... Woher soll ich das wissen? Das habe ich doch gesagt, ich habe hier gegengeschrien. Das habe ich wohl nicht gehört. Gut. Magister, ich hab euch doch gesagt, ihr sollt ein bisschen ein Guardianum machen, aber ihr tut gar nichts. Ist gut, wir kümmern uns drum. Jan Magier, kümmert euch um die Mühle. Rafim, schaut auf, dass Karino nichts passiert, während ihr die Leichen einsegnet. Ömer, wir kümmern uns um das Mistvieh. Ja. Ihr habt einen Spiegel? Ja. Klar? Ich stelle mich draußen hin, ich suche mit dem Spiegel nach dem Gotongi. Zündschärfe, Sicht. Geht das mit einem Auge wirklich gut? Ich habe keine Sorge mehr. Achso, du läufst auch ohne Augenklappe rum? Mittlerweile ja. Okay. Dann habe ich es nicht gesagt. Und bin ich hin und her, bete Wenderson leise vor mich hin. Inspirazione tenebris, lux triumphat. Ja, wenn du durch den Spiegel nach oben blickst und dein Praios heiligen Glyphen rezitierst, kannst du sehen, wie wohl in dem Spiegel irgendwo 10 Meter über euch irgendwas verbrennt. Aber wenn du hinsiehst, da wo du eben hingesehen hast, ist dort nichts. Im Spiegel aber brennt es. Ich habe den Trick ja schon mal gemacht. Ich deute einfach für immer hin, positioniere mich dann so, dass er auch reinkören kann. Ziel zu nehmen. Bitte erstmal weiter. Contra Maleficas et Mendicas. Lux triumphat. Derweil Rafim, Isarun und Abelmir vor der kleinen Tür zur Mühle. Guardian, steh uns frei! Magier!
Zauberschild, schützt uns vor Zauberei. Ich wirke ein Guardianum, Schild gegen Dämonen. Sirrt einmal und eine kleine Kugel, Kuppel aus Metall, aus magischen Energien entsteht, die dann, nachdem sie ihren Radius eingenommen und unsichtbar wird. Können Sie dies durchbrechen? Nein, dämonische Wesenheiten können sich nicht innerhalb der Kuppel aufhalten. Gut. Kommt mit uns, wir werden uns die Mühle ansehen. Lasst mich vorgehen. Nachdem ich ein kurzes Gebet für die Familie gesprochen habe, schaue ich dann auch wieder auf. Wir müssen die Köpfe finden. Ich habe eine finstere Vermutung, dass wir sie im Mühlrad vermutlich finden werden. Aber los. Ist es aber auch götterverflucht dunkel geworden. Isarun klopft mit dem Boden ihres Magierstabs einmal auf den Boden und eine Flamme entspringt dem Kopf. Uron wird uns auch heute beistehen. Das Licht verdrängt die Dunkelheit, wie es immer so ist. Und ihr könnt vor euch das blutig verschmierte Mühlrad erkennen. Das stehen geblieben ist und leise nach vorne und hinten quietscht. Die Flügel, die sich versuchen im Wind zu drehen und versuchen einen kleinen Gegenstand zu zerdrücken. Irgendwas darunter hat sich wohl verklemmt. Die blutige Spur sollte natürlich klar sein, dass sich jetzt da die Köpfe verteilt haben nach und nach. Aber wenn ihr herantretet, könnt ihr sehen, dass wohl nicht nur drei Piraine-Amulette, ja, wohl irgendwelche Amulette, die die Bauern um den Hals trugen, ja, die haben wohl sehr gelitten, sind da zerquetscht oder zermalmt. Kann nur noch die groben Initialien da erkennen, die da reingetrieben worden sind in die Metalle, aber das, was dem Mühlrad Einhalt geboten hat und nicht zerquetscht wurde, ein einziges Amulett von Praios. Ansonsten. Ein Praios-Amulett. Das gehört wohl eher an eure Spezialisierung. Ich hocke mich mal hin und nehme das Amulett in die Hand. Sieht das irgendwie, keine Ahnung, geschändet aus, voller Blut? Ja, wenn du das Amulett versuchst, da rauszuziehen, dann merkst du auch, wie das Mühlrad jetzt durch den Wind weiter nach vorne schnellt und Stein auf Stein knarzt. Du musst deine Hand schnell wieder wegziehen, bis dann das Mühlrad weiter rumpelt. Das Amulett von Praios ist ein bisschen zerkratzt, aber ansonsten vollständig erhalten. Wie seltsam. Warum sollte man ein solches Amulett hier in den Mechanismus stecken? Es rumpelt ein weiteres Mal. Das Mühlrad hat eine ganze Umdrehung geschafft und holpert gerade über die drei anderen Amulette von Pereine, die es nicht geschafft haben. Okay. Könnt ihr erkennen, ob es das Amulett eines Geweihten ist? Oder ist es nur ein normales Amulett? Schau mir das mal an. Götterkulte? Götterkulte. Ist wohl ein normales Medaillon. Kann man auf dem Markt kaufen, in Gareth. Kriegt man eigentlich überall im Mittelreich. Nein, also einem Geweihten hat das nicht gehört. Das ist ein gewöhnliches Schutzamulett des Praios. Kann man die Mühle irgendwie abschalten? Den Mahlstein von dem Getriebe trennen? Würfel Markerbau. Markerbau. Oder Mechanik, Schwert um 5. Ich habe keine Karte. Tja. Ich werde mir den Mechanismus mal anschauen. Das ist sogar gelungen. Ja, dann findest du einen der Hebel, was wohl für die Übersetzung zuständig ist. Kannst den dann mal umlegen. Dann ist die Übersetzung, springt da wohl um und das Mühlrad über euch, beziehungsweise die... draußen, das, was da im Wind herumgetrieben wird, hat dann keinen Widerstand mehr, sodass es dann anfängt zu surren im Wind, im Regen. Ohne Widerstand. Der Mühlstein hört auf zu drehen. Und es wird ein bisschen lauter, einfach dadurch, dass jetzt der Wind oben mit den Stoffen spielt.
Na, jetzt können wir wenigstens gefahrlos alles hier untersuchen. Gibt es eine Luke in dem oberen Stockwerk des Mühlwerks? Nee, nur eine Treppe, die könntest du nach oben steigen. Da ist dann sowas wie ein Holzboden eingezimmert. Kannst du auch nach oben klettern, wirst dann nur noch ein paar Säcke finden mit gemahlenem Korn. Sonst ist da aber auch nichts. Klappern natürlich noch nach draußen mit dem Kran. Hier oben ist nichts mehr. Wo wollen wir runtersteigen? Ja, derweil draußen, Geras kann sich um die Bestattung oder um die Einsegnung der Gefallenen kümmern. Wenn du möchtest, du willst sie wahrscheinlich hier nicht vergraben, aber erstmal nur sowas wie einen Bohrensegen sprechen, oder? Ja, ich möchte einfache Gebete, einfache Bohrensegen, aber ich möchte definitiv, dass ein Hochgeweihter praktisch einen Grabsegen auf sie spricht. Also du willst keinen regeltechnischen Grabsegen sprechen? Nein, gut. Ich denke, dafür braucht man wirklich mehr Kraft dahinter, direkten Boron-Geweihten. Und ich bete einfach nur dafür, dass Raya und Boron die Seelen dieser armen Menschen aus den Klauen der Dämonen zurückerobern und in die göttlichen Paradiese einführen. Mhm. Ja, währenddessen kannst du über dir ein Kreischen, ein Aufjaulen hören und ein einziger Pfeil, der wohl von Ömer gerade abgeschossen worden ist, sinkt wieder zu Boden und... Ja, irgendwie riecht es verbrannt.